Hey Sylvie, warte mal kurz. Ich hab dir von meinem neuen YouTube-Kanal Project Drive erzählt. Du musst unbedingt abonnieren. Wie hast du mich gerade genannt, Junge? Lenk nicht ab. Du kommst schlecht gelaunt in die Bar. Ich erzähl dir, dass ich geile Videos über Elektromobilität mache, jeden Freitag News und du machst hier einen Schuh. Was ist los mit dir, Sylvie? Bist du fertig? Hör zu, wenn du mich noch einmal Sylvie nennst, werde ich diese Hand inmitten deiner dünnen Fresse platzieren und dann abonniere ich deinen Kanal, versprochen. Hey Leute, danke fürs Einschalten. Ich hoffe, euch hat der kleine Einspieler am Anfang gefallen. Wenn dem so ist, lasst einen Daumen nach oben jetzt sofort direkt da. Des Weiteren ist euch bestimmt aufgefallen, dass ich in einem anderen Auto sitze. Einigen wird vielleicht schon aufgefallen sein, welches es ist. Und das sehen wir nach der Intro. Willkommen bei Project Drive. Ich bin endlich dazu gekommen, Christopher seinen e-tron zu holen. Das habe ich heute gemacht. Allerdings, wie gesagt, Corona und so weiter, also zwecks auch mir, war ein bisschen schwierig so die letzten Wochen. Also das ist jetzt mittlerweile seit dem ersten positiven Test schon über 3 Wochen her. Und ich muss wirklich gestehen, mir geht's immer noch nicht so gut. Ich habe so ein allgemeines, schwierig zu erklären, komisches Gefühl, immer noch Atemnot außerdem. Dazu gehört natürlich, wie gesagt, dieses komische Gefühl, das wirklich andauernd anhält. Und ich habe schon verschiedenste Arzttermine gemacht, also hoffen wir mal, dass das besser wird. Mit dem Zeug will ich euch aber nicht länger langweilen. Es geht schließlich heute um den e-tron. Und viele von euch haben tatsächlich einige Fragen zu diesem Auto gestellt und die möchte ich in diesem Video abarbeiten. Ja dann Leute, ich würde sagen, los geht's. Zuallererst einmal würde ich sagen, checken wir das Auto erstmal von außen ab. Vielleicht kennen das Auto ja einige noch nicht, deswegen schauen wir es uns jetzt mal an. Also los geht's. Es könnte ein bisschen windig draußen sein, also entschuldige ich mich direkt mal dafür. Ich habe meine Mikrofone leider noch nicht bekommen. Das wird sich bald ändern. Keine Sorge. Also, wir haben hier, wie gesagt, unseren e-tron vom Christopher. Ein wirklich sehr schönes Auto, wie ich finde. Ich habe mich vom ersten Augenblick an in dieses Auto verliebt, als Christopher es geholt hat. Ich war ja auch persönlich dabei, als er ihn abgeholt hat, am Punkt der Welt, sage ich mal. Und er hat es ja dann recht zügig folieren lassen in den ursprünglichen Carmaniac-Farben. Und zu Beginn, muss ich ganz ehrlich sein, hat mir die Folierung nicht gefallen. Allerdings gefiel sie mir mit fortschreitender Zeit immer besser. Also ein wirklich wunderschönes Auto. Wie gesagt, immer noch. Persönlich gefällt mir am besten die elektronischen oder wie sagt man hier, die digitalen Außenspiegel. Genau. Wirklich cool. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir uns mal die Liste der Fragen an, oder? Ja, also wie gesagt, es wurden einige Fragen gestellt, die ich in diesem Video direkt abarbeiten möchte. Und zwar fangen wir gleich mal mit der ersten an. Da steht, na, fokussiert es heute noch? Nö, will nicht. Ich lese es einfach vor. Batteriegesundheit und wie viele Ladungen? Ich habe das jetzt vorgelesen, was vielleicht ein bisschen doof war, weil dazu habe ich keine Angaben, also wie viele Ladungen das Auto hatte. Das ist schwierig zu sagen. Wer schreibt sich sowas auf? Also ich würde das nicht aufschreiben. Das nächste ist Infotainment-System, gegebenenfalls Nutzung per App. Ja, Infotainment-System, würde ich sagen. Machen wir doch direkt. Schauen wir uns doch direkt an hier. Also, wir haben hier jetzt die Navigationsansicht. Drücken wir mal auf Home. Es ist eigentlich ziemlich einfach, also nicht nur eigentlich, es ist ziemlich einfach zu bedienen. Naja, auf jeden Fall sieht man schon, es gibt nicht besonders viele Buttons allgemein auf dem Monitor, die man drücken kann. Das sind 2 Seiten hier. Radio, Medien, Telefon, Navi, Phone-Apps, Fahrzeug, Käufe, bliblablub, Einstellungen, Hilfe, Nutzer, na, und das Übliche. Wetter kann man sich hier sogar anzeigen lassen. Rechtliches, vielleicht für Anwälte gut. Spaß. So, ja, ich denke, dass diese Funktionen hier alle selbsterklärend sind. Wir können vielleicht noch einen kurzen Blick in die Einstellungen werfen. Da kann man natürlich alles Mögliche einstellen. Man hat hier zum einen unten rechts die verbundenen Geräte. Selbsterklärend. Allgemein drücken wir mal drauf. Ja, was kann man hier alles einstellen? Die Maßeinheiten, dies, das. Ach, Datum, Uhrzeit, Sprachdialog, System, Lizenz, Laufzeiten.
Ganz normal, also typische Einstellungen, allgemeine Einstellungen. Natürlich kann man hier die Cockpit-Dimmung farben, an der Seite hier zum Beispiel. Sieht man jetzt gerade nicht, habe ich gerade ausgemacht. Mal gucken, kriegt man das an? Boah, will gerade nicht. Vielleicht habe ich noch gerade ausgemacht. Ist ja auch egal, ihr wisst, was ich meine, Ambientbeleuchtung. So, Fahrzeug, vielleicht steht da was Interessantes drin. Fahrzeug anzeigen. Range Mode, ja. Ja, halt die typischen Einstellmöglichkeiten, würde ich sagen. Einparkhilfe, Fahrassistenz, Radio, Musik, meine Musik hier in dem Fall, die ich laufen lasse, Telefon und wie gesagt, sind wir wieder beim Navi. Das Navi reagiert wirklich eigentlich, ja, ziemlich zügig. Also sehr zügig, möchte ich behaupten. Sehr schön. So mag ich das. Funktioniert einwandfrei. Wirklich einwandfrei. Super cool. Ich finde, so muss das auch sein. Vor allem in einem so, wie sagt man, preiswerten Fahrzeug. Auch das allgemeine Gefühl, wie man in diesem Auto sitzt, ist wirklich hervorragend. Es ist auch ein, ja, es ist ein teures Fahrzeug. Wir müssen es nennen, wie es ist. Es ist ein wirklich sehr teures Fahrzeug. Wir reden hier von einem Preis jenseits der 100.000 Euro. Voll ausgestattet, wohlgemerkt, und neu. Und das muss natürlich auch so sein. Also vor allem im Infotainment-System, finde ich, muss das so sein. Wenn es anders wäre, dann wäre ich so dermaßen enttäuscht. Und ihr wahrscheinlich auch. Und Christopher wahrscheinlich auch. Und er hätte das Auto ganz sicher nicht so lange behalten, wie er es jetzt tut. Ach übrigens, Leute, fürs allgemeine Verständnis, damit ihr auch direkt Bescheid wisst. Ich bin voll aufgeladen losgefahren. Und ja, wir errechnen dadurch natürlich einen Durchschnittsverbrauch am Ende. Und wir wollen ja gucken, wie viel Kilometer das Auto gerade drauf hat. Das Lustige ist, diese Bedienung hier habe ich noch nie benutzt. Wir werden mal gucken, wie ich damit zurechtkomme. Und ja, Karteninhalt. Oh ja, super. Okay, ich bin jetzt schon überfordert. Wie kommt man jetzt in das andere Menü? Moment, das finde ich bestimmt gleich raus. Aha, Reichweite. Schön. Verbrauch. Bis jetzt. Ich bin aber ein bisschen zügig gefahren, muss ich zugeben. Aha, hier. Ja, das habe ich doch recht zügig gefunden, möchte ich mal so sagen, oder? 12.417 Kilometer hat das Auto gerade drauf. Es ist natürlich so, dass das nicht besonders viel ist an sich erstmal, um zu sagen, hier Langzeit Auswirkungen auf Elektromobilität oder auf dieses Elektroauto. Deswegen genießen wir dieses Thema mal erstmal mit Vorsicht. Ja, weiter geht's. Ich habe eine Frage bekommen für etwaige Softwarefehler. Und daraufhin habe ich den Christopher gefragt, ja, ob ihm irgendwas aufgefallen ist. Und er meinte, dass wenn man vorwärts fährt und man möchte rückwärts irgendwo einparken, dann kann es durchaus passieren, dass wenn man, keine Ahnung, von Vorwärtsgang schnell in den Rückwärtsgang will, dass der Rückwärtsgang nicht eingelegt wird und das Auto vorwärts rollt. Das ist nicht cool. Also das ist auch überhaupt nicht gut. Das soll anscheinend passiert sein. Falls mir etwas auffallen sollte, sage ich es natürlich direkt sofort im Laufe des Videos, klar. So Leute, wir fahren jetzt mit dem e-tron mal eine kurze Strecke. Wir fahren Landstraße durch den Wald, bei uns hier im Oberhachinger Umkreis, sage ich jetzt mal. Und zwar fahren wir, um genau zu sein, an die Ludwigshöhe. Vielleicht kennt ihr ja einer von euch. Das ist wirklich eine sehr schöne Anhöhe mit noch schönerem Ausblick und bei dem Wetter, glaube ich, ist das wirklich praktisch. Da fahren wir auf jeden Fall erstmal hin. Es stellt sich nämlich die Frage, Knarzgeräusche. Also ist mal ganz Butter bei die Fische, wirklich ganz ehrlich. Ich verstehe die Frage gar nicht. Also Knarzgeräusche 0,0. Man hört noch nicht mal, also fast nicht, das Abrollgeräusch. Ich hoffe, die Kamera, also das Mikro von der Kamera kann das wenigstens ein bisschen aufnehmen. Man hört so gut wie keine Windgeräusche. Es ist ein Auto vorbeigefahren, das habe ich fast nicht gehört. Nur ganz kurz. Und also auch wie gesagt, Knarzgeräusche. Da muss ich leider alle e-tron-Hasser vielleicht, wenn man sie so nennen kann, enttäuschen. Existieren nicht. Warum auch immer die Spurverlassungswarnung angeht, keine Ahnung. Bitte in der Spur Mitte fahren. Ja, tue ich doch.
Ja, ist ja gut. Wie kann ich das wegmachen? So. Wahnsinn. Ich fahre doch mitten auf der Straße. Ich verstehe das Problem gar nicht. Es ist mit dem e-tron so, dass es... man kann zwar, ich sag mal in Anführungszeichen, sportlich fahren. Boah, ist das nervig. Also das ist echt nervig. Ich fahre ganz normal auf der Straße. Er sagt mir die ganze Zeit Spurverlassenswarnung. Was aber nicht stimmt. Das ist nervig. Egal. Auf jeden Fall ein geschmeidiges Fahren. Sehr gediegen. Sportlich möchte ich es erstmal nicht nennen, da auch der Abzug tatsächlich ziemlich gut ist, er fühlt sich aber nicht so an. Das ist eben genau das Ding beim e-tron. Beim e-tron S ist es so, also typisch sportlicher Elektro, du drückst aufs Gas und dich haut's in den Sitz. Hier ist es nicht so, hier drückst du aufs Gas und das machen wir gleich mal, wenn wir aus der 30er-Zone hier wieder rauskommen. Und es geht so langsam vorwärts, fast verbrennermäßig. Also so wie man sich's beim Verbrenner vorstellen würde. So ist es im e-tron Sportback oder im normalen e-tron auch. Und an sich finde ich das wirklich entspannt. Es ist ein sehr entspanntes Fahren im allgemeinen Sinne. Und der vor uns fährt fast gegen Bordstein. Na gut, dann fahren wir mal weiter Richtung Ludwigshöhe und dann, wenn mir irgendwas Knarziges auffällt, ihr erfahrt es zuerst. Okay Leute, wir sind an der Ludwigshöhe angekommen. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen und ich entschuldige mich direkt schon mal. Mein Handy befindet sich noch im Fahrzeug. Und ich entschuldige mich schon mal für den Ton, weil es ist ultra windig. Also selbst mit dem Lavalier kriegt man da, glaube ich, keinen reinen Ton hin. Aber die Aussicht, die müsst ihr euch geben. Die nächste Frage, die gestellt wurde, ist, wirklich so viel Plastik im Innenraum? Also die Frage verstehe ich tatsächlich auch überhaupt nicht. Wer hat denn irgendwann gesagt, dass zu viel Plastik im Innenraum vom e-tron wäre? Verstehe ich nicht. Deswegen schauen wir uns das jetzt mal gemeinsam an. Also, wenn ihr Plastik erkennt, dann drückt den Like-Button. Denn so viel ist es nicht. Beziehungsweise so gut wie gar nicht eigentlich. Also das einzige Plastikelement, was ich eigentlich gesehen habe, ist zum einen, und das ist dann nicht das einzige, aber es kommt dann quasi noch, ist einmal hier dieses, na, dieses Lack, Hochglanz-Lack-Element hier und hier. Und natürlich hier an den Seiten, weil das geht ja hier nahtlos quasi von hier nach da, also optisch zumindest über. So, und alles andere ist dann erstmal, ja, entweder Aluminium, hier, oder Soft Touch, wie hier, oder aber auch Leder, hier, oben, hier hinten erst, auch plastikmäßig, aber als Soft Touch, komplett bis ganz nach hinten, das ist schon mal echt hochwertig und cool, und natürlich den Türöffner, also, und hier an den Fensterhebern, dieses Teil hier ist Plastik, das hier ist Leder, das hier ist Alcantara, Alcantara, Soft Touch, Metall oder Aluminium und hinter dem Türöffner, das ist auch Plastik und diese zwei Knöpfe hier. Aber ansonsten, und es geht ja auch um die Anmutung, muss man schon sagen, extrem hochwertig. Der Christopher weiß das übrigens auch, das war von Anfang an nicht meine Farbe für die Innenausstattung. Oh, hoppala. Ja, ich habe schon ein paar Spezies geholt. Aber, ja, ich kann mich damit anfreunden, sage ich mal so jetzt, Alter. Zumindest für heute, sage ich mal nichts dazu. Was aber Christopher dazu gesagt hat, ist, dass die Sitze abfärben. Und nicht färbe ich etwa auf die Sitze ab, sondern die Sitze färben auf mich ab. Das ist nicht so geil. Das finde ich ziemlich scheiße sogar. Weil erstens verliert der Sitz dadurch seine Farbe und zweitens gewinnt meine Hose Farbe dazu. Aber ungewollt. Nicht so gut. Was außerdem noch gefragt wurde, ist, ob man, wenn zwei Kindersitze hinten wären, eingebaut wären, ob man in der Mitte sitzen kann. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also man kann es so jetzt vielleicht nicht sehen und ich kann es auch nicht wirklich jetzt ausprobieren, weil erstens habe ich keine Kinder und zweitens hätte aber gern welche irgendwann mal. Und
Und zweitens kann ich mich natürlich nirgendwo hinsetzen, wo die Gegebenheiten nicht gegeben sind. Wie zum Beispiel fehlende 2 Kindersitze. Aber nichtsdestotrotz möchte ich mal sehr stark behaupten, dass man in der Mitte trotzdem noch sitzen kann. Weil wenn wir die Anschnallteile hier, ja, ich drehe mal die Kamera kurz, damit ihr es besser sehen könnt. Na, diese Teile hier, ja, wenn wir die als Begrenzung nehmen, passe ich zumindest persönlich, und da dürfen wir nicht vergessen, ich bin ein relativ dünner Haring, würde ich sagen, passe ich da locker rein. Außerdem, Leute, Mann, es ist ein Winter draußen und wie gesagt, ich als dünner Haring, ich flieg da halber weg. Ja, und von der Ludwigshöhe aus befinden wir uns wieder auf dem Sprung und fahren wieder. Wir müssen ja ein bisschen fahren. Der nächste Punkt ist nämlich, wie hoch ist der Verbrauch bei umweltbewusstem Fahren? Ich werde mich dafür an absolut akribisch, außerdem absolut jedes Tempolimit halten, was noch nichts für umweltbewusst spricht, aber ich werde langsam beschleunigen, beziehungsweise zügig auf meine, naja, auf mein Tempolimit und danach weder Gas geben, noch irgendwie unnötig überholen oder sowas. Also wirklich ganz gediegen fahren, immer schön abbremsen, wenn ich kann, damit die Batterie schön rekuperiert. Und ja, dann werden wir am Ende des Videos sehen, was mein Durchschnittsverbrauch ist. Seid gespannt. Wenn euch mein Video bis hierhin gefällt, dann zeigt mir das doch mit einem Daumen nach oben. Das würde mich natürlich sehr freuen. Auch freuen würde mich, wenn ihr meinen Kanal natürlich abonniert. Wir sind kurz vor der 2000 Abonnenten-Marke und das ging doch recht fix. Wirklich cool, danke dafür, auch für eure Unterstützung wegen der ja, kränkelnden Vergangenheit die letzten Wochen. Das ist natürlich, das kam mir doch zugute und sowas motiviert auch einen, ja, und gefällt mir sehr gut. Und man sieht, dass es noch nette Menschen da draußen gibt. Danke dafür. Außerdem könnt ihr sehr gerne auf meinem Instagram-Profil auch vorbeischauen. Das ist sozusagen wie der Blick hinter die Kulissen. Also man sieht, ja, das, was es in den Videos nicht zu sehen gibt meistens. Auch übrigens coole Zusammenschnitte aus bisherigen Projekten von mir und natürlich auch die Bilder, logisch. Und die Stories. Ja, die Stories. Schaut sie euch besser nicht an. Von den städtischen Straßen und auch den Landstraßen geht es jetzt auf die Autobahn, denn wir wollen laden und zwar an einer Ionity-Ladesäule dieses Mal, denn ich weiß, dass die immer sehr gut funktioniert und das ist auch eine schöne Strecke mit der Autobahn. Ich habe zwar vorhin gesagt, dass ich eventuell nicht Autobahn fahren werde, aber es lässt sich wohl jetzt nicht mehr vermeiden. Deswegen, ich fahre ganz gediegen Autobahn, 100, höchstens vielleicht 110 oder sowas, ganz normal. Dorthin, das ist auch nicht besonders weit, das sind vielleicht 10, 15 Kilometer höchstens. Außerdem brauchen wir auch ein wenig Strecke, um natürlich den Durchschnittsverbrauch später noch genauer anzuzeigen. Also spielt uns doch im Nachhinein in die Karten. Also ich entschuldige mich jetzt schon mal für die Windverhältnisse, es geht einfach nicht anders. Und nun sind wir angelangt im Alltag eines jeden Elektromobilisten, nämlich das Laden. Und genau das tun wir jetzt. So, wir sind fertig mit dem Laden. Und da muss man schon sagen, und dafür gehen wir mal besser ins Auto, weil es ist einfach viel zu windig. Sorry, schon mal im Vorhinein. So, und zwar, dass der e-tron immer schon ein Lademonster war. Immer schon. Also, du steckst ihn an, er ballert auf 150 hoch auf seine Maximalleistung. Und dann kann man eigentlich, so ist das Gefühl eben, direkt weiterfahren, weil man lädt nicht lange. Vor allem, wenn man nur, keine Ahnung, wenn man nur noch 100 Kilometer zu fahren hat oder sowas, dann steht man hier im allermaximalsten Falle 10 Minuten höchstens. Und das ist eben so fast genauso lang wie der nächste Tankstellengang, nur halt billiger und umweltfreundlicher, möchte ich es nennen. Und kann halt, wie gesagt, direkt los und man kommt zu seinem Ziel. Also beim e-tron, beim Laden, muss man schon echt sagen, das geht richtig fix. Allerdings Effizienz, logisch, wir dürfen nicht vergessen, es ist ein SUV, ein bisschen schwierig,
beliebtes Auto an sich, oder beliebte Autokategorie, sag ich mal, aber in Sachen Verbrauch bisschen schwierig. Wir sind noch nicht besonders weit gefahren, deswegen kann man da jetzt noch nicht so viel sagen. Das machen wir dann zum Schluss. Kurz zur Elektromobilität im Allgemeinen. Es gibt ja immer noch viele Elektroauto-Skeptiker, wohlgemerkt zu Recht, vor allem wenn es um Bezug aufs Laden geht. Aber es ist nicht mehr so schlimm wie noch vor ein paar Jahren. Und das möchte ich euch gleich zeigen. Nämlich super, super, super kurz bei mir um die Ecke macht jetzt zum Beispiel von Tesla, von ENBW außerdem, ein kleiner Ladepark, nenne ich es mal, direkt bei mir um die Ecke auf, wie gesagt. Und sowas ist natürlich für mich jetzt persönlich und für alle anderen, die hier in dem Umkreis sind, super praktisch. Das ist ja super praktisch. Wie cool ist das denn? Ich brauche im Prinzip keine Minute oder vielleicht 2 Minuten höchstens hierher fahren, falls ich mal schnell laden muss, und kann das dann tun. Und sowas ist ziemlich... Naja, es macht die Elektromobilität um einiges einfacher. Natürlich, das ist klar, umso mehr Ladeparks, umso mehr Ladesäulen aufgestellt werden, umso einfacher, umso zugänglicher ist das ganze System natürlich auch. Selbstredend. Und hier sind wir nun. Wir sind hier jetzt in dem Gewerbegebiet Brunntal. Das ist da im Prinzip im Süden von München, wo der IKEA ist, für die, die sich in München ein bisschen auskennen. Und das werden wir uns gleich mal angucken. Und zwar hier. Nämlich einmal hier dort, und da können wir unschwer erkennen, schon allein an der Breite der Ladesäule, dass das höchstwahrscheinlich eine 300 kW sein soll, also 2x150. Und da hinten sind nochmal 2 Stück normale 150er. Und da ist noch der ursprüngliche, der steht schon sehr, also ziemlich lange da. Das ist der 50 kW Lader, also maximal 50 kW, und der hat mir aber schon das ein oder andere Mal den Bärten gerettet. Und oh mein Musk, was haben wir denn hier? Hier kommen ziemlich viele, ich glaube es waren 12 an der Zahl, neue Tesla Supercharger hin. Also das ist natürlich ein zwar nicht übertrieben riesengroßes Angebot, also von Tesla schon, von EMBW eher nicht. Aber immerhin, ja, also bevor hier von Tesla die Supercharger kamen und von hinten von EnBW die Hypercharger, gab es hier nur diese 50 kW Säule von EnBW. Also immerhin, es wird mehr, es wird stetig, also die Zahl der Ladesäulen steigt stetig an. Ja, und das muss man schon mal sagen, zum Vorteil aller Elektromobilisten, sage ich mal. Naja, laden tut er sehr schnell. Effizient fahren ist leider was anderes. Ich kenne aber ein Auto, das noch ineffizienter ist. Nein, das fährt er gerade zur Seite. Hier. Ein Aventador beispielsweise ist noch ineffizienter. Naja, ich hab's versucht. Ja, so, wir sind wieder am Ausgangspunkt angekommen. Da, wo wir auch losgefahren sind. Und ja... schon sagen, der e-Tron ist schon echt ein ziemlich geiles Auto, muss man wirklich so stehen lassen. Ein wirklich sehr, sehr cooles Auto, sehr hochwertig, Ladegeschwindigkeit ist top, und also ich habe mich schon verliebt, als der Christopher das Auto das erste Mal geholt hat und ich das erste Mal drin gesessen bin. Muss schon sagen, hammermäßiges Auto. Der einzige Nachteil, wie gesagt, die Effizienz. Und außerdem, wie gesagt, ich entschuldige mich für das Sound-Setup. Hier ist es ein wenig windig. Kann ich leider nicht ändern. Dafür ist es aber sonnig. Also machen wir das Beste draus. Abschließend. Was dazu gesagt werden muss, ist, ich bin heute ein bisschen über 80 Kilometer gefahren und habe immer versucht, umweltfreundlich zu fahren. Bedeutet eigentlich im Umkehrschluss langsam. Also nicht Vollgas die ganze Zeit und sowas. Und das schauen wir uns jetzt mal näher an. Dazu machen wir jetzt auch mal die Tür zu, denn es ist einfach viel zu windig so und schon viel besser. Genau, so müssen wir mal hier auf den Startknopf drücken. Und dann mal das Lenkrad zur Seite drehen, auch die Musik mal hier ausmachen. So, so, also wie man hier schon sehen kann, ja, Fahrzeit insgesamt 2 Stunden 14. Ja,
sagen wir mal so, das war heute eine relativ, es war eine Mischung aus, wirklich aus innerstädtisch hauptsächlich, das sieht man an der Durchschnittsgeschwindigkeit von 36 km/h, bisschen Landstraße, als wir vorhin zur Ludwigshöhe gefahren sind und ein wenig Autobahn. Von, ja, sagen wir mal, von den 80 Kilometern sind vielleicht 30 Kilometer davon Autobahnen, nicht vergessen. Und haben einen Durchschnittsverbrauch von 25,5 Kilowattstunden auf 100 Kilometer gebraucht. Und ich muss ehrlich gestehen, ich habe den e-tron selten unter dieser Marke gesehen. Also 25 Kilowattstunden ist so wirklich das Normal, ja, also das Normale für dieses Auto. Unter die 25 Kilowattstunden auf 100 Kilometer dieses Auto zu bewegen, ist so gut wie unmöglich. Außer man fährt ausschließlich nur innerstädtisch. Macht ja keiner und vor allem nicht mit diesem Auto. Da holt man, wenn man sich ein Auto für die Stadt holt, dann holt man sich ein E ab. Ja? Oder ein Citygo E, den es aber nicht mehr zu bestellen gibt, wie ihr ja in meinem letzten Video oder in einem meiner letzten Videos sehen konntet. Und an sich, für den Preis, ich sag's euch ganz ehrlich, ich hätte ihn wahrscheinlich nicht geholt, aber es ist, wie gesagt, ein super geiles Auto. Es fährt sich gut, die Haptik ist toll, man sitzt gerne in so einem Auto, also vor allem in diesem. Also von der Bequemlichkeit her ist es das perfekte Langstreckenfahrzeug, ist einfach so. Aber wie gesagt, effizienztechnisch nicht so der Hammer. Also man muss wahrscheinlich, wenn man, ich sag mal, wenn man ein bisschen zügiger unterwegs ist, muss man doch das ein oder andere öftere Mal anhalten und laden, was aber mit dem Auto nicht allzu schlimm ist, weil er lädt super schnell, also 150 kW und das von der ersten Sekunde an meistens, das ist schon top, das habe ich nur seltenst oder eigentlich gar nicht bei einem anderen Auto gesehen. Ja, also fazittechnisch würde ich sagen, kurz gefasst, super Auto, Effizienzwunder leider nicht, aber dieses Auto ist etwas für Leute, die auf, naja, SUVs stehen, würde ich erstmal sagen. Und zwar auf sehr luxuriöse SUVs, die auf Ladegeschwindigkeit stehen. Denn das hat dieses Auto, nämlich einen Haufen Ladegeschwindigkeit. Also, da kann man schon gut elektrisch geben, sag ich mal. Ja, und das war's mit diesem Video. Ich hoffe, ich konnte einige Fragen beantworten. Wenn Fragen offen geblieben sind, kann ich sie gerne in den Kommentaren beantworten. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ciao.